Soweit zunächst mal das Urmodell der Medienkompetenz. Und Sie haben es gemerkt, wesentlich waren mir zunächst zwei Punkte. Erstmal zu verdeutlichen, was ich eingangs sagte, Medienkompetenz ist mehr als die Kompetenz, mit Medien umzugehen. Ich glaube, das ist jetzt so in diesen Dimensionen, wenn ich sie auch nur relativ kurz dargestellt habe, denke ich, ganz gut deutlich geworden. Und auch, das ist der zweite Punkt, dass trotz dieser, Medienkunde zum Beispiel ist ein relativ angestaubter Begriff, da Gedanken drin stecken, die durchaus heute noch sehr gut anknüpfbar sind. Und damit schauen wir uns mal an, was letzten Endes heute daraus geworden ist in Bezug auf die Zielperspektive der Medienpädagogik, also die neueren Medienkompetenzmodelle. Und da zeige ich Ihnen exemplarisch die Strategie der KMK, das ist die Kultusministerkonferenz aus dem Jahr 2016, die heißt Bildung in der digitalen Welt, findet man auch im Netz, da die ganze Strategie zum Download per PDF, ist wirklich lesenswert, ist wirklich interessant und das Positionspapier der LKM zur schulischen Medienbildung. Und in der Strategie der KMK werden die Kompetenzen, wie ich es hier vorne aufgeschlüsselt habe, geht es um Suchen, Verarbeiten, Aufbewahren, geht es um Kommunizieren und Kooperieren, Produzieren, Präsentieren, Schützen, Sicher agieren, Problem lösen, Handeln, Analysieren und Reflektieren. Sie sehen auch da wieder, auch aus heutiger Sicht, relativ aktuell, zeige Ihnen gleich noch aktuellere Kompetenzmodelle, relativ im Weitwinkel und nicht so explizit angelehnt an ein bestimmtes Medium. Das ist insofern wieder geschickt, weil wir haben ja festgestellt, das Mediensystem, Medien insgesamt verändern sich stetig. Wenn man das entsprechend in den Medienkompetenzmodellen ganz in Bezug auf einzelne Medien definieren würde, dann wären die Kompetenzmodelle schneller veraltet, als man sie veröffentlichen könnte. Und deswegen bleibt man hier entsprechend im Weitwinkel. Naja, und wenn es um pädagogische Ziele geht, also wenn es um die Idee geht, auch Medienkompetenz an die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel zu geben, dass die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, Medienkompetenz auszuprägen, dann ist natürlich auch der Wunsch da, dass das nicht in Bezug auf ein bestimmtes Medium passiert, sondern dass das eine gewisse Halbwertszeit hat, dass die Schülerinnen und Schüler erstmal erwachsen werden können und dann entsprechend immer noch über Medienkompetenz verfügen. Also das, deswegen dieser Weitwinkel. Eine Sache kann ich noch für die Spitzfindigen unter Ihnen. Sie können mal raten, welches davon ist keine Kompetenz, streng genommen? Hat jemand eine Idee, was davon keine Kompetenz ist? Ja, sagen Sie es ruhig laut. Ich habe es gerade schon gehört. Schützen, natürlich, genau. Schützen ist keine Kompetenz. Und Sie werden sehen, jetzt gleich in den nächsten Modellen hat man das auch ein bisschen anders formuliert. Die Grundlage des KMK-Modells, des KMK-Kompetenzmodells ist das Kompetenzraster der Länderkonferenz Medienbildung, der LKM, das habe ich Ihnen hier nochmal mitgebracht. Aber Sie sehen auch hier im Wesentlichen leicht andere Begrifflichkeiten, aber im Wesentlichen geht es doch um ähnliche Aspekte. Und das stellt man auch nochmal fest, wenn man jetzt in den direkten Vergleich geht. Hier habe ich Ihnen nochmal die aktuellen Kompetenzmodelle in eine Folie gepackt. Da haben wir auf der einen Seite das LKM-Modell, das ich Ihnen gerade gezeigt habe, also Länderkonferenz Medienbildung. Dann das EU-Modell, DIC-COMP heißt das, von 2022, also ganz aktuell. Dann aus Deutschland Bildung in der digitalen Welt von der KMK und dann nochmal das österreichische Modell, die nennen das auch DIC-COMP. Da gab es die erste Version von 2018 und wird nochmal überarbeitet 2021. Genau das gleiche gilt für die KMK-Erklärung. Auch da gab es ein Update im letzten Jahr. Und Sie sehen, im Wesentlichen kann man das entsprechend
vergleichen, worum es geht letzten Endes in diesen Medienkompetenzmodellen. Und das sind auch nicht die ersten Medienkompetenzmodelle. Was bei dem Strategiepapier der KMK aber wirklich außergewöhnlich war, denn die Geschichte auch der Medienkompetenzmodelle und auch sozusagen der Erklärungen, nicht nur von Seiten der KMK, sondern auch von der Bund-Länder-Konferenz, sozusagen die Vorgängerinstitution der KMK, da gab es die erste Erklärung im weitesten Sinne bezüglich Medienbildung, damals hieß das noch nicht so, stammt von 1989. Die nächste von 1985 und dann gab es nochmal ein Update von 2012. Und wenn Sie, einige von Ihnen werden ja dann entsprechend als angehender Lehrer in der Schule landen und werden dann feststellen, so richtig viel ist von diesen Versprechen und von diesen Erklärungen in der Schule noch nicht so richtig angekommen. Wobei man da fair sein muss, es gibt einige wirklich tolle Schulen, die da wirklich sehr weit sind, aber so in der Breite gesehen ist es noch ein bisschen problematisch. Das nehme ich schon mal vorweg. Was tatsächlich nochmal einen Push gegeben hat insgesamt, ist ein relativ versteckter Satz in der KMK-Erklärung von 2016. Auf der Seite 59 steht der, in dem nochmal sehr deutlich gesagt wurde, Ziel ist, dass alle Schülerinnen und Schüler, die zum Schuljahr 2018 eingeschult wurden, bis zum Ende ihrer Pflichtschulzeit die geforderten Kompetenzen erwerben können. Das hat tatsächlich nochmal in die Länder einen enormen Push gegeben von Seiten der Kultusministerkonferenz, eben über dieses Strategiepapier. Das heißt, das hat die Zielperspektive zumindest in der Schule nochmal ordentlich vorangebracht. Dann kam Corona mit anderen Schwierigkeiten, anderen Herausforderungen, hat die Geschwindigkeit da nochmal rausgenommen, ist so meine Einschätzung, komischerweise. Aber zumindest meines Erachtens ist das der richtige Weg. Also zu erkennen, das ist ein wichtiges Thema und wir wollen das entsprechend gesellschaftlich so verbindlich vereinbart wissen. Also gehen wir nochmal in den Weitwinkelmodus und schauen uns an, was ist eigentlich passiert seit diesen 50 Jahren, seit dem Gedanken zum ersten Medienkompetenzmodell. Damals hatten wir es mit Begriffen zu tun, kennen Sie bestimmt auch noch. Informationswandel führte zur Informationsgesellschaft, Medienwandel führte zur Mediengesellschaft, digitaler Wandel, heute reden wir von der digitalen Welt. Die Frage ist ja, was hat sich dadurch geändert? Und wir hatten das uns ja in der fünften Sitzung, als es um gesellschaftlich-kulturelle Medienentwicklung auch schon angeschaut. Man könnte auch andersrum fragen, was hat sich nicht dabei geändert, ist doch, dass das übergeordnete Bildungsziel immer noch die Befähigung zu Kommunikation und zu Partizipation ist. Also die Gedanken, die sich Dieter Barke auch im Rahmen seines ersten Modells gemacht hat, also nämlich bei den ursprünglichen Gedanken des Medienkompetenzmodells. Es geht also um nichts Geringeres als um gesellschaftliche Handlungsfähigkeit, nur eben, weil sich die Gesellschaft verändert hat, unter veränderten Vorzeichen.